Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Das Buch, das alle Bücher ersetzt. Genauer genommen müsste ich sagen, die Bücher, die alle Bücher ersetzen. Aber beides stimmt. Denn mit dem Buch meine ich die Urschrift, The Book of Light, mir diktiert in Los Angeles von Ma Chohan. Das ist die Urschrift, schau mal. Da ist sie. Augenblick, Lanu wieder mal hier. Das sind zwei Originale, also. Das ist die Urschrift. Ja? 20 Kilo, tausende von Seiten, in Englisch. Nun hätte man gedacht, meine Geliebten, ich sitze da obdachlos unter der Brücke in Los Angeles, wer kümmert sich schon um das? Schon erscheint Sandra Maischberger aus Deutschland. Ihr kennt sie ja, die gute Sandra. Unsere Kopfnick-Journalistin, aber die ist lieb. Und sagt, was machst du denn da? Ich sag, was mache ich denn? Ich sitze und schreibe. Was schreibst du denn da? Ich sag, Sandra, das ist nichts für dich. Du würdest es nicht verstehen. Na gut. So, und ein paar Monate später hatte ich meine eigene Fernsehshow, Lanu and the Book of Light. Alles geschah von selbst. Und dann kam meine hochverehrte Verlegerin Elke Straube und hat das übersetzt in 10 Bänden. Ein Band davon, oh Gott, nein, wie anstrengend, ist dieses hier. Band 1, Band 2, Band 3, Band 4. Und deshalb habe ich gesagt, ein Buch oder Bücher werden alle anderen Bücher ersetzen. Warum ist das so? Weil das Buch des Lichts alle Wissenschaften, Religionen und Philosophien der Welt vereint und damit ein Ende der Religionskriege setzt. Denn die meisten Kriege sind Religionskriege. Ich weiß, es gibt auch andere. Aber so ist das nun mal, ja? Und das meinte ich damit, wenn ich sagte, dieses Buch wird alle Bücher ersetzen. Es wird der Stern des Universums sein, mein Lieben. Nicht wegen mir, man hat mir es nur diktiert. Ja, unterstellt mir nicht, dass ich das geschrieben habe. Ich gebe es nur weiter. Versucht danach zu leben, so gut ich kann. Und wenn ihr einen Guru braucht, der hier als vollkommener Mensch zu euch spricht, dann geht lieber zu Rewe oder in den Supermarkt oder geht zum Dalai Lama. Da habt ihr mehr zu tun. Ich muss euch das mal so radikal sagen. Ja? Verbitte mir dieses Guru-Gequatsche. Das ist Guru. Die Lehre, nicht ich. Die Lehre ist Guru. Ja, das sage ich auch allen jungen Menschen, die zum Beispiel das Buch zu Licht für Kinder lesen. Denn die sagen dann manchmal, ja, aber Lanu, du machst manchmal so Sachen, du sagst dies und das und jenes, das soll euch nicht stören. Wenn ihr einen vollkommenen Menschen sucht, seid ihr hier falsch. Die Lehre ist vollkommen. Die Lehre. Nach der richtet euch bitte oder schätzt euch selber ein. Wie weit bin ich schon? Wie weit? Verglichen mit der Vollkommenheit der Lehre. Das ist wahre Weisheit, meine Lieben. Die hat zu tun mit dem Begriff der Unsterblichkeit. Ich würde keine Sekunde vergeuden hier. Wenn ich euch eigentlich nicht Unsterblichkeit verkünden würde, die ihr bereits habt und seid, ihr wisst es nur nicht, ihr habt es vergessen und ich rufe es euch ins Gedächtnis zurück. Wenn man die Wahrheit wissen will, dass man unsterblich ist, dann muss man zunächst einmal das Sterbliche und Vergängliche studieren, um dann zu sehen, da bin ich und da ist das Sterbliche, Vergängliche. Also man muss das Sterbliche, so. Ja, da seht ihr schon, ich drücke mich manchmal nicht gut aus. Ich kapiere das ja selber nicht, meine Lieben. Ich versuche selber danach zu leben. Entschuldigung. Indem wir die Veränderung beobachten, wissen wir mehr und mehr, dass wir dieses sich Verändernde nicht sind. Und nicht nur die Welt um uns herum verändert sich, sondern eben auch unser eigener Körper, mit dem wir uns fälschlicherweise vielleicht identifiziert haben. Meine Lieben,
Alle Bücher in allen Bibliotheken haben die Menschheit wirklich glücklich gemacht. Denn was der Mensch doch will, ist doch glücklich sein. Er will doch glücklich sein. Der Verbrecher ist glücklich, wenn er eine Bank ausraubt. Der Familienvater ist glücklich, wenn er Kinder und Familie hat. Der Wissenschaftler ist glücklich, wenn er dann Arbeit tun kann. Glück, 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 Glück. Wenn etwas glückt. Man wird aber feststellen, meine Geliebten, dass jede Betätigung oder jede Wunschausrichtung in der Welt Glück zu finden, zwar funktioniert, aber in uns ist das Verlangen, dass es ewig wäre, das liegt an unserer zeitlos ewigen Natur, die wir aber nicht finden können in dieser vergänglichen Welt. Und darum gibt es zwar das Glück in der vergänglichen Welt, es ist aber unbefriedigend, weil es vergänglich ist. Und weil am anderen Ende das Leid wartet. Und zwar dann, wenn uns das, was uns glücklich macht, entrissen wird. Und es wird uns entrissen. Sei es Vater, Mutter, Schwester, Frau, Kinder, egal was, alles wird einem irgendwann entrissen. Und schließlich das, was wir so genossen haben, was gerade ein bisschen erkältet ist. Nase, Augen, Mund, alles verfällt, alles wird uns wieder entrissen, alles wird wieder drin. Und ich habe immer gesagt, meine Lieben, in 3 Sekunden kann ich die ganze Welt erklären, ohne ein Wort zu verlieren. Schau mal. Das war's schon. Was meine ich damit? Ja, wir sind hochwissenschaftlich. Die Wesenheit verlässt den Urgrund, stürzt sich in die Materie, ergreift sie. Die Materie wird ja wieder entrissen, man nennt es Tod. Und die Wesenheit beginnt einen neuen Greifakt, weil sie glaubt, da ist die Wahrheit. Aber Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch befreien. Befreien. Ja? Bin ich überhaupt richtig eingeschaltet? Zeig mal. Ja, gut. Die Wahrheit ist nicht in der Welt und darum sind wir hier, um das festzustellen. Und dann lassen wir endlich für immer los, sind aber nicht zerstört. Das, was loslässt, hat nur losgelassen. Und das ist das Nirvana, das Ende des Leidens. Ja? Wer so denkt, denkt richtig, meine Lieben. Das Ende des Leidens führt auch zum Ende des Denkens. Damit meine ich nicht doof sein, sondern das Denken benutzen, um sich auch davon zu lösen. Denn in Nirvana, dem Ende des Leidens, brauchst du auch kein Denken mehr. Cogito ergo sum, sagt Descartes. Er irrt. Er sagt, ich denke, also bin ich. Du denkst, du bist auch, wenn du nicht mehr denkst. Wenn du dich gelöst hast vom Denken, denn auch das Denken ist etwas, was vom vergänglichen Gehirn ausgeht, Materie in Bewegung setzt. Das ist ja ein Denkvorgang. Denken ist Materie in Bewegung. Ja, Gedanken sind Dinge. Regel Nummer 1 im der Buch des Lichtslehrer. Ja. Wenn es dich nach nichts mehr verlangt in der vergänglichen Welt, bist du doch immer noch da. Es verlangt dich nur nicht mehr. So, denn zu Recht sagen liebe Menschen zu mir, leider nicht immer so radikal, aber ich kann es nicht verhindern. Ein zukünftiger Leichnam spricht zu euch. Ein zukünftiger Leichnam spricht zu zukünftigen Leichnamen. Also ist er nun mal, mein Lieben. Aber ich bin das nicht. Ich benutze es, um es euch zu sagen. Ich, das zeitlos Ewige, Unerschaffene, Anupapadaka, Formlose, sogar noch jenseits jeder Beschreibung, denn jede Beschreibung von etwas, das jenseits dieser Welt ist, kann ja nicht zutreffen, weil ich Begriffe dieser Welt wähle. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht existiert, meine Lieben. Wenn ein Schatz vergraben ist und ich finde ihn nicht, heißt doch nicht, dass er nicht existiert. Der Loslösungsprozess
Von allem, das uns sowieso wieder entrissen wird, ist die Antwort auf alle Fragen und die Wahrheit wird euch befreien. Und deine Hausgenossen werden deine Feinde sein, wenn du diesen Weg gehst. Weil sie gehen ja den Weg in die Materie, in die vergängliche Welt. In Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, Sex, Essen, Trinken. Ist ja auch schön. Wenn Sex nicht schön wäre, dann würde es doch keiner machen. Wenn der Kontakt des Auges mit Objekten, die dann Freude bringen, hoffentlich, ist doch schön. Also es gibt das Glück der vergänglichen Welt oder das vergängliche Glück. Nur, weil die meisten Menschen sind wie Frösche in ihrem Tümpel, sehen nicht darüber hinaus und wissen gar nicht, dass es das Meer gibt, so sehen die Menschen nicht, dass am Ende des Glücksvorganges in der vergänglichen Welt immer das Leid wartet. Je größer das Glück war, meine Lieben, wer ist für diese Wahrheit bereit? Will ich euch damit das Leben vermiesen? Nein, ich will es nicht. Ich will euch nur sagen, gibt es noch was anderes? Ich, der alle Freuden dieser Welt doch genossen habe, ich kann euch doch sagen, da ist es nicht. Gut, also. Und immer wieder kommen neue Wissenschaftler und neue Theorien, die die Welt so erklären wollen und so erklären wollen. Und sie erklären etwas, was gar nicht erklärbar ist. Es sei denn, man hat das Buch des Lebens. Dann kann man die Vergänglichkeit dieser ganzen Maschinerie voll erkennen und dann sich entscheiden, mache ich wieder so, obwohl es mir wieder interessant wird, oder lasse ich es sein. Sein lassen bedeutet, den Durst überwunden zu haben. Also wenn ich jetzt ein Guru wäre, a liberated one, ein Befreiter, dann, da gibt es ganz wenig auf der Welt. Nicht mal dann könnte ich euch den Zustand beschreiben, wenn man losgelöst ist. Geht nicht! Der Buddha kam aus Nirvana zurück viele Male und hat gelehrt. Und sie haben gefragt, wie war es in der Meditation? Wie war das Nirvana? Sag es uns, wie war es? Und er, wenn alle Aktivitäten der vergänglichen Struktur schweigen, dann kommt die Wahrheit. Wie weit bist du bereit, wie viel loszulassen? Nicht durch Selbstmord, das ist doch Quatsch. Da kommst du gleich wieder. Ja? So. Also. Der Mensch wird geboren, lebt und stirbt. Als Greis, hoffentlich erst. Man kann auch früher sterben. Egal wie gesund oder krank oder dies oder das du bist. Ja, wie soll man sagen? Also es fehlen mir wieder die Worte, weil schaut mal, Worte sind ja wie große Gewichte. Worte sind wiegen Tonnen. Jedes meiner Worte wiegt Tonnen. Und ich versuche die richtigen zu wählen. Ja. Nehmen wir das Beispiel eines Menschen, der geboren wird, lebt und als Greis stirbt. Dieses Schicksal obliegt oder steht bevor dem gesamten Universum. Das gesamte Universum mit allem darin bewegt sich gerade auf einen Greisenzustand los, allerdings in dem Sinne, dass sich die Formen mehr und mehr verfeinern und auflösen, immer feinstofflicher werden und die ganze Struktur bzw. alle Wesenheiten ziehen sich zurück in den Urgrund, kann man auch sagen, und die Materie verbleibt wieder jungfräulich unberührt. Die wahre Bedeutung der Jungfrau Maria in der Bibel. Bis zum nächsten Vortrag. Ich liebe euch alle.
On my